Chakabum, Biatchalanes, willkommen heute mit einem Mode-Tutorial zu Warframe. Warframe hat eigentlich ein sehr ausführliches Mode-System und das werde ich euch mal heute ein bisschen näher bringen. Das wird wie gefolgt geschehen, wenn ich es mal weiterschalten würde. Ja, okay, gut, so der Ablauf, ich erzähle mal zu den Klassen, was die Mods eigentlich sind. Installation, die haben Fusion, Farmen und dann gibt es noch von mir einen kleinen Kalkulator für euch geschenkt, damit ihr die Werte nicht immer einzeln berechnen müsst. So, kommen wir erstmal zu den Klassen. Also insgesamt gibt es eigentlich 7 Klassen, wobei man die 7. Klasse eigentlich nicht dazu zählt, weil es ja nicht wirklich ein Mod ist, sondern dies gilt eigentlich nur für die Fusion, also sprich die Kerne, die sehen dann halt hier so aus. Wir haben einmal Warframe, Primär, Sekundär, Trinier, Wächter und Aura. Diese Modes sind halt wie gesagt in Klassen unterteilt und je nachdem, welche Mode besitzt, könnt ihr halt nur für die jeweilige Klasse benutzen. Wobei noch manche Klassen von Sekundär, Primär, also sprich Gewehr, auch noch bei anderen Waffen wie Pistole oder auch mal bei Bogen benutzt werden können. Also sprich untereinander sind sie auch sehr gut kompatibel. So, gucken wir uns jetzt mal den Mod an sich an, so, was gibt es da so für Informationen. Also hier sehen wir als erstes die Polarität. Stimmt die Polarität überein, werden euch 50 Punkte, Kapazitätspunkte erstattet, aber zu mehr. Dann halt der Name. Dann bei 3 die Stufe, bei 4 die Kapazitätspunkte. Dann halt der Typ, also sprich, ob es jetzt wie Pistole, Gewehr oder Schwert ist oder auch Drohne, wird es da halt schön vermehrt. Dann halt noch als letztes die Drohrate. Ja, die beschreibt eigentlich, ja, wie selten ihr diesen Gegenstand bzw. Mode droppen könnt. Und unten nochmal halt diese ganz normale Beschreibung, was es überhaupt macht. Falls ihr wissen wollt, okay, gut, jetzt wenn ich das fusionieren möchte und es wird dann halt eine Stufe aufsteigen bzw. ein Level. Ich habe irgendwie so eine Faustregel gefunden. Pro Stufe ist immer der Wert dazu geht, also sprich 50%. Also wenn wir das jetzt auf Stufe Level 2 machen würden, dann wären es 20% Eisschaden. Und so könnt ihr euch dann halt ohne große Mühen, sag ich mal, den maximalen Wert ausrechnen, ohne jetzt irgendwie bei Wikia oder sonst irgendwo nachzuschauen oder im Internet. So, da sind wir auch am Beispiel der Latin Prime. Wie wir sehen, ist die schon Level 30. Pro Level gibt es einen Kapazitätspunkt. Insgesamt könnt ihr pro Waffe auf 30 kommen. Wollt ihr diese erhöhen, braucht ihr einen Orokin-Beschleuniger. Bei Warframe ist es eine Orokin-Zelle, wenn ich mich recht entsinne. Einmal benutzt, könnt ihr sie nicht wieder ausbauen. Und solltet ihr die Warframe verkauft haben, ist dann dieser Reaktor bzw. Beschleuniger auch mal weg. Also sollte man das schon ein bisschen bedacht benutzen und für das benutzen, was man auch später im Spiel auch mal des Öfteren spielen will oder wird. Dafür muss aber eure Waffe mindestens eine Stufe, also ein Level up sein, also sprich mindestens Level 1. Dann könnt ihr dann halt erstmal die Kapazitätspunkte verdoppeln. Ich meine, wo 0 ist, dann kannst du auch nichts verdoppeln. Hier sehen wir halt nochmal, wie viele Punkte uns noch zur Verfügung stehen. Kann man ja mal alle ausbauen. So, wir sehen die 8 Felder. Ich habe hier eine etwas andere Polarität. Lasst euch nicht beirren. Ah ja, und übrigens, ich bin in Update 9.6, wenn ich mich nicht irre. So, kommen wir erstmal zu den Polaritäten. Obwohl, na, ihr wollt ja bestimmt wissen, was diese Formel ist und wie ich die Prioritäten hier geändert habe. Die bekommt ihr in Void-Mission, dafür braucht ihr wiederum einen Void-Schlüssel. Könnt ihr in Marktplatz kaufen oder halt selber droppen in Defense-Mission. So, stimmen die Prioritäten überein? So sehen wir, der Wert hat sich verändert. Wir haben jetzt nur noch 6 Kapazitätspunkte, die wir benutzen. Obwohl wir eigentlich 11 haben müssten. Ja, es wird immer um die Hälfte verringert, so um 50%. Bei ungeraden Werten 4,5, 3,2 wird es natürlich immer auf den nächstgrößten aufgerundet, so wie man es aus der Schule kennt. Falls ihr dann die maximale Kapazität der Punkte erreicht habt, so mache ich mal jetzt mal zurück. Okay,
So, habt natürlich keine Slots mehr frei und die Modes untereinander funktionieren bzw. agieren gleichzeitig, je nachdem wie ihr Wahrscheinlichkeit ist. Also 120% Schaden funktioniert eigentlich immer. Ihr kriegt da nochmal 120% Schaden auf den regulären Schaden. Könnt ihr gerne mal euch selber ausrechnen oder ihr benutzt den Kalkulator. Link in der Beschreibung. Und Panzerbrecher verändert auch nochmal den Wert. Und das wird natürlich dann alles zusammengeht, genauso wie der Wahrscheinlichkeit auf den Eisschaden, Feuerschaden, Multishot. Wobei diese geteilte Kammer, also Mehrfachschuss, ziemlich gut in Punktangriff ist, weil ja die kritische Chance wird ja erhöht und die bei Latron Prime ist ja die kritische Chance höher als der, bei der regulären Prime. Deswegen habe ich das ausgewählt. Und da könnt ihr schon euch mal denken, wenn ihr allein schon Multishot drin habt, dann habt ihr schon mal, na wie viel werden es sein? 90? Ja, 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass, also wenn ihr es maximal ausgebaut habt, 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass ihr noch einen extra Schuss abfeuert, ohne jetzt nochmal einen, na wie nennt man das, eine Kugel zu verschwenden. Das ist eigentlich gut, also wenn ihr regulären Damage 50 macht, macht ihr auf einmal 100. Der Mod ist aber relativ sehr, ja, relativ selten. Deswegen ist natürlich ein bisschen blöd. Ansonsten gibt es nicht wirklich so die Masterfindung, wie man sagen kann, okay, ihr müsst das jetzt genau die Modes wählen, damit eure Waffe ganz gut ist. Ihr müsst es einfach kombinieren, gucken, wie es für euch besser ist und wie euer Gameplay ist. Wenn ihr mehr der Supporter seid, müsst ihr irgendwie mehr auf Defense achten, beziehungsweise die Waffen so stark wie möglich. Also sprich, da müsst ihr unbedingt die Angriffsstärke erhöhen bzw. Angriffspunkte. Panzerbrecher ist auch ganz gut gegen alle Gegner, wobei ich noch sagen muss, gegen Feuer sind Infested sehr labil bzw. ist das ihre Schwäche. Bei den Korpus sind es elektrische Attacken. Wobei die elektrischen Attacken noch eine Betäubung mit sich führen können, als Nebeneffekt. Und Eis ist eigentlich gegen alle gut. Und durchbrechender Treffer bzw. Piercing und sowas ist gut gegen Granier, weil die sind sehr stark gepanzert. Obwohl, auch wenn man in den Kopf schießt, ist eigentlich ganz gut. Und vielleicht noch einen kleinen Tipp von mir, wenn ihr was polarisiert, muss die Waffe oder Ausrüstung Level 30 sein. Habt ihr es einmal polarisiert, ist die Waffe wieder Level 0 und ihr müsst es nach oben wieder hochleveln. Davon bekommt ihr aber keine Meisterschaftspunkte, wenn ihr die Waffe schon einmal Level 30 habt. So, jetzt mal ganz schnell zu der Warframe. Da ist ein bisschen anders. Wir haben 11 Slots und hier haben wir unsere Aura-Fläche. Da könnt ihr halt diesen Aura-Generator benutzen, auch polarisieren, was ich auch hier getan habe. Ja, ansonsten geht hier das gleiche, stimmen die Prioritäten überein, wird es verringert, stimmen sie nicht überein, werden ein paar Punkte, Kapazitätspunkte drauf addiert. So, ich für meinen Teil benutze immer meistens nur eine Fähigkeit, weil ich die anderen jetzt irgendwie, ja, zu faul bin und außerdem will ich alles so schön ausreizen, wie es nur geht. So, wir sehen gleich hier unten die einzelnen Modes und na, vielleicht sehen wir hier auch noch einen Aura-Mode, weil die, genau, die unterscheiden sich hierdurch, dass der Pfeil nach oben geht. Reguläre Modes, bei denen geht der Pfeil nach unten. Dieser Pfeil nach oben hat einfach den Sinn, kann ich ja mal vorführen, alle ausbauen. So, was haben wir denn da? Hier 7. Wir sehen, Kapazitätspunkte können wir maximal 7 und oben haben wir 60 Kapazitätspunkte. So, jetzt mache ich es in den Aura-Slot rein. Da können nur die Aura-Mods rein. Batsch, 74. Sprich, der Wert wird erhöht. Aber es ist positiv, da die Aura-Mods euch eigentlich die Kapazitätspunkte geben für die Module, damit ihr schon gleich am Anfang, wenn ihr eine Warframe gekauft habt oder etc. geprintet, könnt ihr dann gleich schon ein paar Fähigkeiten benutzen und erhöht nochmal so
eure Kapazitätspunkte und könnt sozusagen auch alle Felder, sag ich mal, benutzen. Da ja hier seit Abend 9 auch noch zwei weitere Polaritäten dazugekommen sind. Hat sich eigentlich gelohnt, mit der Forma zu warten. So, ansonsten war es das. Jetzt gehen wir mal zu den. Ja, verloren. Zu den Modes. Reden wir mal über das Fusionieren und Umwandeln. Wollt ihr einen Mode fusionieren? Wählt ihr erstmal den Mode aus. Hier haben wir dann entweder Verkaufen, Verlassen, Umwandeln, Fusion. So, hier haben wir gleich die Energieanzeige. Ist diese Anzeige voll, bekommt ihr einen Stufenaufstieg von einem Wert, also Level 1, Level Up. Für den Mode kann man sozusagen. Und dadurch fördert sich auch die Seltenheit des Modes. Je höher die Seltenheit, desto besser der Mode. Aber alle Modes werden mit einem Grundwert gedroppt. Es gibt nur seltene Modes, die selten sind. Aber wenn sie selten sind, sind sie meistens 6 oder benötigen 10 Kapazitätspunkte. So wie hier beispielsweise oder auch bei Reno die eine Fähigkeit. Ihr könnt am besten dieselben Modes benutzen, aber auch andere. Die erhöhen auch die Energie. Leider nicht so, ja, nicht so gut, wie als wenn es dasselbe Mode wäre. Also die Prioritäten sind eigentlich jetzt egal. Es geht wirklich darum, dass die Modes übereinstimmen. Dann könnt ihr dann viel schnell aufsteigen, als wenn ihr irgendwas anderes nehmt. Und wenn ihr noch fusioniert am besten keine Schwachen mit den nächstgrößeren, sondern den nächstgrößeren mit den schwachen Kapazitätspunkten. Also sprich so, also das könnt ihr gerne hiermit fusionieren, da gibt es ein Tick mehr Energie, aber bei etwas höheren, sag ich mal, Upgrades ist natürlich scheiße. Wie ihr schon gesehen habt, ups, fusionieren, ja komm. So, wir haben gleich einen Levelaufstieg. Jetzt denkt ihr, ey geil, jetzt brauche ich nur jeweils einen Mod dafür. Ist aber nicht. Der Wert erhöht sich immer so, naja, wie man hier sieht, so ein bisschen um die Hälfte. Es wird vor allem problematisch, wenn ihr so einen, ja, neuen Leveler-Mod habt. Natürlich könnt ihr auch die Modes untereinander beliebig kombinieren, aber das würde ich euch eigentlich abraten. Na, wie bereits gezeigt, es sollten schon wirklich dieselben Modes sein. Stellt ihr vor, ihr habt jetzt die eine Waffe verkauft, habt jetzt eine neue und wollt einen neuen Mode benutzen und den gleich auf maximal machen und das geht dann nicht. Das ist natürlich eine Scheiße. Des Weiteren gibt es eine Funktion Umwandeln. Das ist ja eigentlich schon eine ziemlich gute Funktion, denn falls ihr jetzt mal irgendwie gewisse Modes nicht mehr droppen könnt und die Fans-Missionen für euch jetzt vielleicht noch am Anfang zu anstrengend sind, das könnt ihr sie halt umwandeln. Dabei ist es aber wichtig, dass die Priorität, der Typ und die Seltenheitsrate, das sind diese vier Faktoren, die sozusagen dafür, naja, den Ausschlag geben, was am Ende dabei rauskommt. Und natürlich die Kapazitätspunkte, genauso wie der Mut an sich selbst. So, jetzt machen wir hier okay. Und hier sehen wir meistens, dass wir noch ein bisschen Geld bezahlen müssen. Je höher der Preis, desto besser müsste eigentlich der Mod sein, je nachdem. Vielleicht sollte man irgendeine eine Liste anlegen. So, und hier haben wir hier für 12.000 Credits habe ich jetzt irgendwie Reservemagazin und den benutze ich eigentlich gar nicht. Also manchmal kann man ein paar Schätzchen da, sag ich mal, craften, manchmal auch nicht. So, das benutze ich ja sowieso nie. Können wir mal gucken. So, jetzt die Fusion ist ein bisschen mehr. Die Kapazität, so, oh, 24.000, das Doppelte, aha. Und das hatten wir 4, obwohl da 2 Prioritäten sind. So, und was kriegen wir da? Marathon, toll, brauche ich jetzt auch nicht. Jetzt habt ihr schon mal 2 sozusagen vorgegeben, könnt ihr auch benutzen. Und hier nochmal zu den Wächtern, könnt auch die Wächter hier fusionieren. Aber die Wächter funktionieren nur bei den Wächtern, könnt ihr nicht irgendwie auf irgendeine Waffe benutzen. Des Weiteren haben wir hier noch die Aura-Modes. Ja, die solltet ihr wirklich mal im Auge behalten und nicht leichtsinnig irgendwie verschenken oder fusionieren oder verkaufen, weil die sind eigentlich ziemlich selten. Sollten euch mal die Modes ausgehen, boah, wo sind denn meine ganzen Kerne hin? Auf jeden Fall, in diesem Bereich sind die ganzen Kerne gewesen. Ja, da sind sie, wunderbar. Und die haben auch natürlich selten 5 und gewöhnlich und ich glaube, das Einfachste ist,
Okay, gut, habe ich jetzt nicht da. Und die geben auch euch ein bisschen Energie. Je seltener die sind, desto mehr Energie gibt es, falls ihr dann halt jetzt mal keinen Mut zur Verfügung habt. So, ansonsten war es das eigentlich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, bei Fragen oder sonst irgendwas. Kalkulator ist in der Beschreibung. Däumchen hoch, Däumchen runter, je nachdem, ob es euch gefallen hat. Würde mich freuen. Kritik ist wünschenswert. Bis dann.